Und damit sind wir wieder zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Titan Quest. Der zweiten heutigen Folge. Wie ich schon gesagt habe, habe ich heute Lust zu spielen. Die zweite Dark-Folge ist bereits online auf YouTube. Ja, beim letzten Mal sind wir in der Kaiserstadt Chang'an angekommen. Wir haben den Wald durchquert, hatten unterwegs Spinnen, Arachnos, ein paar Tigermenschen oder am Ende recht viele Tigermenschen und haben unter anderem Feyam wieder getroffen in der Stadt. Außerdem wieder ein paar Nebenquests angenommen. Also eigentlich nichts wahnsinnig Außergewöhnliches, aber wir sind gut vorangekommen. So, jetzt werden wir zuerst mal mit dem Rest der Leute in Chang'an sprechen. Und wir werden natürlich handeln, das habe ich nämlich vorher nicht gemacht. Wo sind wir denn jetzt genau? Also hier vorne war der Hauptmann der Wache und der Stellvertreter und die Feyan. Die haben wir alle schon befragt. Als nächstes kommt jetzt hier der Geschichtenerzähler. Der Hu Yuan. Pipes of terrible pipes. Pipes of great woe to the living. And so it is we should hear about Nuwa, the mother of all mortals. Of clay she made us. After she made all the animals to fill the world so it would not be empty. And then, when the great monster Gong Gong broke the pillar that held the heavens aloft, it was Nuwa who set it right. When the four directions were scattered, she returned north to north and south the other way where it belongs. Her husband was Fu Xi, who taught mortals to be civilized and many other useful things. Okay, eine hiesige Legende von der Schaffung der Welt, die ist in jeder Kultur anders. Nicht aber ohne schöne Legende hier. The world is broken again. Will Nuwa come to fix it? Or will some mortal fix it this time? Und dieses Mal wollen Sterblicher, nämlich wir, weil wir anscheinend hier alles Gefährliche und scheinbar Unmögliche machen müssen. The world is broken. Okay. Dann, wen haben wir hier vorne noch? Wir haben hier auf jeden Fall noch zwei. Und hier halt auch einen Händler. Ich gehe erstmal jetzt zum Händler, zum Waffenschmied Li Baiyao. Fine arms, firm armor, fit for the Emperor's Guard. See for Tsuzio. Fit for the Emperor's Guard, das werden wir sehen. Okay, wir brauchen ein paar, also ein Energietrank kann weg. Wir brauchen ein paar Gesundheitstränke. Jetzt schauen wir mal, du bist Intelligenz, du kannst weg. Die Kriegsachse ist auch unwichtig. Dann hier Ring. Zu schlecht. Anhänger zu schlecht. Dann haben wir letztes Mal auch die ganzen Amulette und Zutaten eingesetzt. Neues Schild. Nee. Nicht für die vielen Sachen. Was haben wir hier? Hakenschwert, Kriegskolben. Kriegskolben, Knaller der Icht. Ja, die haben mich ja gefragt, was das ist. Das ist eine Keule. Wahrscheinlichkeitsbezogene Energie, Sekundenlähmung, Schaden gegen Untote. Für uns leider völlig nutzlos. Nein. Bestimmt nicht. Genau, den Ring lasse ich weiter drin, weil auch da habe ich noch keine Kommentare gelesen. Vielleicht gab es einen für den letzten Part, aber ich habe da noch nicht reingeschaut. Gut. Long life. Danke, das wünsche ich dir auch. Als nächstes der Schreiber Chen Shu. The great master Confucius taught us that the ritual and virtue would perfect the world. But what good are they, when rough beasts burn our houses and storm our walls? Das ist eine sehr gute Frage, was es dann nützt. Konfuzius ist ja ein wohl bekannter Mann, ein sehr weiser Mann, aber in dem Fall ja, hat er recht. It is said our highest aim is to create virtue and harmony throughout the world. But such thoughts seem like a baby bird trapped in a raptor's jaws. Interessanter Vergleich mit dem Vogeljungen. Im Moment, also es ist eigentlich schon ein schönes Ziel, aber im Moment ist halt nicht die Zeit dafür. All my life I have studied and tried hard to observe my duties.
What if all of it is swept away, like the wind sweeps fog from the river's edge? In diesem Fall wirst du, glaube ich, tot sein, deswegen das nicht mehr so schlimm finden. You are a true warrior. I can see. We all should have studied the ways of war. In the end, maybe that is the only wisdom. Würde ich so nicht sagen. Ich meine, ich finde gut, dass er meint, dass halt viele, dass man viele Krieger braucht. Da stimme ich ihm zu, aber dass es das einzige Wissen ist, würde ich nicht sagen. There's little hope in these times. Yet we still must live by virtue. Das stelle ich mir ziemlich nervig vor. Ich meine, wir ziehen von Ort zu Ort, aber die Dorfbewohner natürlich nicht. There's little hope in these times. Okay. Jetzt gucken wir kurz. Ja, es wird aufgenommen. Dann gibt es jetzt, glaube ich, nur noch einen, der hier drin, der Bürger. Wer ist eigentlich der Arkanist? Nur zur Vollständigkeit. Ja, je. Okay. Und haben die jeweils. Der Mystiker heißt hier Pelu. Auch ein Informant, der Pan Li, der Bürger. Ah, Warrior. What will become of our world? What will happen to us when the monsters rule it? Wenn die Monster herrschen, dann seid ihr alle tot. Das ist sehr leicht zu beantworten. Hope? How can we have any hope? More and more monsters come. Who knows how to stop them? Ich weiß, wie man sie aufhalten kann, beziehungsweise wir wissen es. Wir versuchen das ja auch, nur wird das halt nicht einfach. Also auf gut Deutsch der Schlange den Kopf abpacken, das ist halt das Problem bei der Sache. True, there is the army. At first, they marched in unison against the monsters. But then, in the chaos, they were scattered. Harmony and order are broken. Hope is lost. Ja, die sind hier alle hoffnungslos. Die haben alle keine Hoffnung mehr. Der Schreiber vorher hat ja auch keine Hoffnung mehr. Überrascht mich auch nicht bei der Belagerung. Oder zumindest bei der Umzingelung von den Monstern. I lost my sister, my mother, my father. Would you call me lucky to live in times such as these? Kommt drauf an, wie man es nimmt. Ich kann verstehen, dass er sagt, dass er lieber nicht leben würde. Oder wahrscheinlich denkt, dass er lieber nicht leben würde. Andererseits, die Zeiten können sich ja wieder ändern und werden sich auch wieder ändern. Deswegen, seine verstorbenen Verwandten wären halt nicht froh, wenn er aufgeben würde. No, stranger. I have lost too much to hope. Das kann ich nachvollziehen. No, stranger. Okay, dann haben wir's. Dann Wölfe beschwören und Auren aktivieren und dann machen wir es mal auf die Suche nach den Terrakotta-Soldaten, die sich hier in der Stadt rumtreiben sollen. Weil ja die Soldaten, die nicht angreifen wollen, aus Aberglaube, von wegen sie werden dann verflucht werden. Und ja, als nächstes sind wir zum Jadepalast, aber bevor wir zum Jadepalast gehen, würde ich mich gerne den Terrakotta-Soldaten widmen. Wir haben auch beim letzten Part einen gesehen. Es gibt hier drei Wege. Hier ist ein Tor gewesen, hier ist ein Tor gewesen. Die wurden beide versperrt. Ne, hier und hier, glaube ich. Aber hier war auch ein Weg und da hatten wir beim letzten Mal einen Terrakotta-Soldaten gesehen. Der war irgendwo hier. Genau, da vorne ist der Terrakotta-General, belebte Konstruktion. Da ja die Wächter hier das nicht machen wollen, machen wir das. Sie haben keine. Oh, die machen den Wolf ziemlich schade. Terrakotta-Krieger. Keine Mana-Anzeige, das finde ich gar nicht so verkehrt. Die sind ja auf Ton, wie wir wissen. Vielleicht ist auch hier das Mausoleum. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel wir schaffen. Ach ja, davor, das Mausoleum von Chang'an. Need more energy. Ein Energietrank. Oh, die machen relativ viel Schaden. Heiltrank. Allerdings sind sie auch relativ schnell tot. Also ich habe mir die stärker vorgestellt, ehrlich gesagt. Ich bin leicht enttäuscht, aber nur leicht. Das geht. Heiltrank. Ist hier noch nichts Wichtiges aufgesammelt. Ich
finde es halt ein bisschen blöd, diesen Aberglaube. Ich kann es verstehen, weil die halt die Statue des damaligen Kaisers waren. Wobei ich jetzt nicht auswendig weiß, welcher Kaiser und seine Heiltrankzeit. Aber es ist halt blöd, dass wir die alle allein machen müssen. Hätten wir die Wölfe nicht, dann wären wir halt wirklich alleine. Wie gesagt, wirklich schwach sind sie nicht. Sie sind auch nicht wirklich stark. Aber sie sind auch nicht wirklich schwach. So, wir kommen langsam zur Palast von Zhang'an. Ich glaube, hier ist das Mausoleum. Wieder mal ein Heiltrank. So, hier ist aber nichts. Ja, ja, hier ist das Mausoleum. Ich schaue nur kurz. Hier ist noch so ein schwarzer Fleck. Da ist aber nichts. Okay. Das Mausoleum zumindest würde ich gerne säubern, ehrlich gesagt. Okay, dann auf in die gute Stube hier. Oh, sehr schön hier mit den ganzen Truhen und Teppichen. Das gefällt mir sehr. Ich hoffe, das ändert sich nicht gleich. Ach, wer bist du denn? Terrakotta Zauberer Bandari, und der hat sich gerade geportet. Oh Mann. Okay, der könnte interessant werden hier, vor allem weil hier viele Terrakottas sind. Heilen. Oh, das Porten ist ja mal gemein. Ich glaube, wir müssen erstmal die normalen Terrakotta-Soldaten loswerden. Heilen. Jetzt wird's interessant. Hier ist nämlich. Nein, nichts aufsammeln. Ah, egal. Ach, der beschwört ihn nach. Ja, okay, dann greifen wir nur ihn an. Oh, der hat hier eine ganze Herrscher. Wo ist der denn? Boah, kannst du mal stehen bleiben, bitte? Boah, der ist ja ultra nervig. Heiltrank. Lauf, Elessa. Und wir dürfen gleich noch einen Wolf beschwören. Oh, der ist ja ultra nervig. Heilen, Energietrank. Speerattacke. Gleich nochmal heilen. Boah, der ist erst der Hälfte tot. Nein, die falschen angegriffen. Zweiter Wolf. Heilen. Lauf, Elessa. Alter, was ist denn jetzt los hier? Wir sterben dauernd gerade viertelt. Energietrank. Sagte ich nicht vorher noch, die hätten mich enttäuscht, weil sie zu schwach sind? Stirb. Schon Soldaten des Kaisers. Tod. Boah. Wolf. Mit all drei haben. Und jetzt die Terrakotta-Soldaten loswerden. Heilen. Ich werde jetzt nicht sterben. Hier kannst du knicken. Boah, dieser Zauberer war ja ganz unfassbar lässig. Und gleich nochmal. Ach, wir haben keine Heiltränke mehr. Also das ist ja schön hier. Aber ein Energietrank. Wir haben keine Heiltränke mehr. Zweiter Wolf. Und die sind fix zu Fuß. Was machen wir denn jetzt? Ich will jetzt nicht sterben. Ich meine, einzeln viel aushalten tun die nicht, aber es sind so fucking viele. Energietrank. Ja, ich weiß, ich laufe jetzt mal kurz in den Run. Zweiter Wolf. Wölfe müssen mir gerade ein bisschen den Arsch frei halten. Wie wär's, Wölfe, wenn die mal von mir weghaltet? Ich habe keine Heiltränke mehr und ich werde jetzt nicht sterben. Die sind halt flink zu Fuß, diese Terrakotta-Soldaten. Da ist jetzt mal einer gestorben. Oh, ich werde jetzt nicht sterben. Kannst du völlig knicken. Ich werde jetzt nicht sterben. Ich muss gerade so weglaufen, das hilft nichts. Nehmen wir nochmal einen Energietrank. Es sind nur noch zwei. Komm schon, bitte Wölfe. Lauf, Elessa, lauf um dein Leben.
Puh, die Wölfe haben sie getötet. Kriegsachs der Stärke. Boah, das war gerade ein Kampf auf Leben und Tod. Alter, was für ein ätzender Gegner. Das war's aber, glaube ich. Wir haben auf jeden Fall eine Nebenquest gemacht. Nein, da kommen noch mehr. Okay, verfluchte Beinschienen, Vandaris Helm. Nee, Vandaris Helm. Und jetzt lesen. Im Mausoleum des großen Kaisers war das Heer der Terrakotta-Soldaten zum Leben erwacht. Ganz offensichtlich steckt ein böser Geist namens Vandari dahinter. Das war der Zauberer dort eben. Zum Glück werden sich keine weiteren Statuen mehr erheben und durch seine Magie das Laufen lernen. Entzaubert man Ma Feibal zurück und berichten sie ihm von den Neuigkeiten. Ja. Ja, ja, aber zuerst plündern wir hier. Boah, ich hab grad Schweiß auf der Stirn, glaubt ihr nicht. Der Preis ist echt widerwärtig. Ja, tötet ihr den bitte? Danke. So, zwei Körbe. Eine Ornamenttruhe, zwei königliche Truhen. Besserer Energietrank. Und da steht jemand. Geist des großen Kaisers, ein Questgeber. Ja, aber erst klaue ich hier. Erst plündere ich. Isolierender besetzter Beinwickel, prunkvoller Umhang des Überlebens. Also ich sag nie wieder zu Gegnern, dass ich enttäuscht bin. Das hat sich gerade übergerecht. Ornamenttruhe. Elektrisierendes Kriegszepter des Eises. Verzehrter Beinschutz des Leistungen. 1025, 604 und 1166 Gold. Und jetzt noch die beiden königlichen Truhen. Doppelklinge des Donners, besetzter Umhang der Vergeltung, besetzter Beinblick des Geisters, Cementos Talisman, 342 und 1659 Gold und eine letzte Truhe, Siegelring des Feuers, isolierender Siegelring, elektrisierender Säbel, entkräftender Säbel der Verwüstung, verstärkte Armbinde der Leistung und Gold, 92, 286 und 1561 Gold. Ja, hier ist wohl der richtige Kaiser, also die Leiche, und davor ist der Geist. Ja. Der Höflichkeit gemäß verbeugen wir uns erstmal, bevor wir uns nähern dürfen. Gut, sehr schön. Geist des großen Kaisers. Warrior, an ancient evil corrupted my terracotta warriors. You put this spirit to rest. Those who adhere to duty and righteousness shall be rewarded. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass ein altes Übel das war. Lieber Geist, das waren deine Soldaten, du hättest das auch machen können, aber gut. Warrior, an ancient evil corrupted my terracotta warrior. Okay, zwei Attributspunkte, die Tonsoldaten des Kaisers aktualisiert. Gibt da jetzt irgendwas Neues? Nein. Weil überall Terrakotta auch nicht. Ja gut, dann gehen wir jetzt zurück. Hier ist nämlich nichts mehr. Und werden dann erstmal verkaufen und mit dem quatschen. Aber wir haben schon mal zwei Tributspunkte bekommen. Sind hierfür, ne? Ja. Leider waren jetzt die meisten grünen Gegenstände wie jetzt Säbel und so. Und Axt war ist halt leider nur Verkaufsware. Das ist sehr schade. Ja, den Palast hier finde ich cool, aber der Kampf gerade war ja absolut die Krätze. So, irgendwie immer noch hier? Ich glaube nicht. Ja gut, dann auf geht's zurück. Ich weiß, Kräuterkunde, aber erst würde ich gerne reden und handeln. Boah, ich habe jetzt schon wieder die Schnauze voll von den Viechern. Wir haben jetzt wirklich alle Gesundheitstränke gebraucht. Alle. Und zahlen 15. So, erst mal handeln. The well-armed warrior greets more dawns than his foe. Ich will erstmal meine Heiltränke wieder. Cementos Talisman, nein. Segelring des Feuers, Feuerschaden und Feuerschaden in Prozent. Hm.
Also der auf jeden Fall nicht. Es ist ein grüner Ring, aber wir haben halt hier einen blauen drin und die beiden, die wir haben, sind sehr gut. Deswegen rühre ich den mal weg. So, erstmal die Tränke richtig verteilen. Ach so, 5 Energietränke brauchen wir auch noch. So. Jetzt schauen wir mal. Spielerstufe. Verfluchte Beinschienen Intelligenz steigern wir nicht. Bandaris Helm Intelligenz steigern wir nicht. Die beiden Äxte können auch weg. Intelligenz, Intelligenz, Intelligenz. Die beiden haben auch Intelligenz. Das sind Doppelklinge, die brauchen wir wieder nicht. Verzierter Beinschutz der Leistung. Plus Stärke, da haben wir aber jetzt mehr Plus Stärke, deswegen nein. Intelligenz. Und Säbel, die bringen uns aber beide nichts. Schade, die sehen cool aus. Gut, dann sind wir alles wieder losgeworden, ne? Genau. Long Life. So, ja, das Long Life ist gerade ernsthaft in Gefahr geraten. Wir haben auch nur noch 8 Minuten Zeit. Dann gehe ich jetzt zurück zu dem Hauptmann der Wache. Zu dem Marfai-Ball, mal sehen, was er sagt. The mausoleum. You went in there. You stopped the spirit who brought the clay men to life. By our ancestors, I did not think 100 men could make it through there. Das kann ich verstehen. Es war ja nicht gerade easy. Wie gesagt, wir wären fast gestorben und haben alle Gesundheitstränke gebraucht. Great warrior, you have done us a true service. Ja, das will ich meinen. Sonst aus Erfahrung und ein Talisman der Essenz. Great warrior, you have done us. Damit dürfte das erledigt sein. Ja, okay, aber mehr steht hier nicht. Wir werden hier gleich Talisman Energie-Regeneration. Wir dürfen gleich nochmal verkaufen gehen. Wir nehmen 1 Stärke, 1 Geschick. Wir stehen ja nicht für was Besonderes. Das braucht eine Spielerstufe. Und dann tun wir das, den Talisman schnell verkaufen. Und dann. Ja, dann mal gleich gucken, wie viel Zeit wir noch haben. Komm. Fortune. Das war gerade. Ich bin gerade wirklich ziemlich baff. Das war gerade wirklich hart. So, hat denn der Weise in der Zauber zu sagen? The Terracotta Soldiers aren't worse than the monsters. No, the problem is our guards fear them. Ja, das weiß ich, aber wir haben die Terracotta Soldaten noch vernichtet. Anscheinend nicht alle. Scheinbar gibt es noch ein paar. Ja, 7 Minuten haben wir noch. Okay, hier sind wir jetzt gegangen. Heißt, wir gehen jetzt mal nach unten. Da haben wir vorher schon spaßige Geräusche gehört. Leere Holztür und wir sehen, die sind ja auch in Kämpfen drin. Mit den Terrakotta-Soldaten, ach ja. Seit vorher hasse ich euch übrigens. Gegen eurem mächtigen bösen Geist. Wie war das? Es werden sich keine mehr erheben und das Laufen lernen. So viel dazu. Besser Gesundheitstrank, Säbel der Verwüstung, Knochenhaufen. Mit einem kräftigen Punkt von Beinwickel. Schön, dass die übrigens im Knochenhaufen die lebenden Wachen hier einfach mal übersehen. Ein Schrein der Erfahrung. Magma-Fee, ach ja, die Kreischer, wie ich sie mittlerweile liebevoll nenne. Okay, weitere Ton. Natürlich neue Jingles, war ja auch klar. Ein korpulenter Heiltrank. Vergoldeter Toter. Ja, okay, die hatten wir ja schon öfters. Noch ein Haufen. Mit einem Gesundheitstrank 61 Gold, 64 Gold und 1739 Gold. Und irgendwas, was wir gleich wieder ablegen werden. Verzierte Armschiene brauchen wir nicht. Weitere nette Tote zum Liebhaben. Gesundheitstrank nochmal nehmen. 1091 Gold, Korb. Mit einem normalen oder besseren Gesundheitstrank und des Schreibers Krone. Und ich habe oben noch Terrakotta-Soldaten gesehen.
30, ich gehe nochmal kurz nach oben. Ich weiß schon, hier unten ist irgendwo was zum Reingehen, aber ich gehe kurz nach oben. Wir müssen ja alle Terrakotta-Soldaten ausrotten. Ja, genau, euch meinte ich, Mistkerle. Heiltrank. So einzeln sind die überhaupt kein Problem, aber die Gruppen vorher war ätzend. Okay, hier ist sonst nichts. Dann gehen wir wieder zurück, beziehungsweise vor, je nachdem wie man es betrachtet. Ich würde gerne das mit den Terrakotta-Soldaten noch schaffen. Aber da wir die in der ganzen Stadt ausrotten müssen, glaube ich, wird es schwer. Vor allem Jingtal. Nichts, was ich gelesen habe. Ich lese ja normal, aber erst, wenn wir die hier erledigt haben. Ja, vor euch Toten habe ich keine Angst mehr. Und lasst mir doch mal einen Moment Zeit, mich zu erholen, bitte. Weil ihr seid ja nerviger als eine Dampfspiegelung. Verzieht euch doch einfach mal. So, jetzt, Dankeschön, wir haben nicht wieder was aufgehoben, versehentlich. Kannst du weg. Jetzt, 153, 187 Gold, schützende Anhänger. 740 und 460 Gold. Vorab. Mit einem Gesundheitstrank, 703 und 104 Gold. Und hier unten noch ein Knochenhaufen. Mit einem weiteren Gesundheitstrank, 1372 Gold und 229 Gold. Boah, jetzt können wir das Tor im Jing-Hetal von Aufgabe versiegelt. Okay, dann könnten wir da jetzt erstmal eh nicht weitergehen. Wie viel Zeit haben wir noch? 2 Minuten, ich werde noch hier runterschauen. Auf dieses Risiko hin, dass wir es dann überziehen. Hier geht's wohl nach draußen. Hier sind noch Terrakottas. Aber offensichtlich nicht die letzten ihrer Art. Ich überlege gerade ein bisschen, ob ich den Part überziehen soll. Die ganzen Terrakotta-Soldaten hier kille. Da draußen ist im Mond der Wiedergeburt. Ich nehme mal an, da geht's weiter. Hier ist auch noch jemand. Eine Wächter, okay. Dem schauen wir auf jeden Fall noch hin. Schaut zum Wald der Ahnen, Voraufgabe versiegelt. Jinke, Wächter. Sorry, these gates closed. There are too many monsters on the other side. Ja, ich sehe es. We cannot open the gate. It is our last line of defense. Letzte Verteidigung, okay. We cannot open the gate. It is our last... Aber schön, dass sie dieses Tor beschlossen haben. Okay, wo könnten hier sich hier noch böse Terrakotta-Soldaten aufhalten? Eigentlich nur noch... Ja, eigentlich müssten wir da haben. Bestimmt ist das dann ein Einzelner oder so. Ich mag solche Aufträge ja nicht besonders. Hätte man vielleicht... Dann hier könnten wir nach draußen gehen, aber ich glaube, nach draußen gehen sollen wir nicht. Ja, ich überziehe jetzt ein bisschen. Ich will hier jetzt die ganzen Terrakotta ausrotten. Bei denen habe ich jetzt so eine leichte Kretze. Und mit einer leichten meine ich sehr. Der Holztür. Ah, hier sind noch welche. So, mistige Tongeburten. Ne, fand ich gerade Beleidigung. Ja, schön wachen. Schön, wie ihr dann immer nachkommt. Wie wäre es, wenn ihr zumindest die Tore öffnet, wenn ihr schon zu feige seid, sie anzugreifen? Die Tore könntet ihr zumindest öffnen. Okay, wo könnten noch welche sein? Wahrscheinlich hier drin. Die können sich halt überall verstecken. Das ist das Nervige. Von der Stärke mal ganz abgesehen. Wäre Holztür. Nummer 25.435. Ja, da sind noch mal welche. Heiltrank.
noch ein Heiltrank. Überall Terrakotta, Nebenaufgabe aktualisiert, Knochenhaufen. Den nehmen wir noch, Energietrank, scharfes Hakenschwert, verzierte Armschienen der Verjüngung, 189, 946 Gold. Die nächste Folge wird dann selbstverständlich abgekürzt. Puh, wir haben es geschafft. Abschließen will ich es jetzt nicht mehr, obwohl wie viel haben wir? Bisher haben wir erst eine Minute überzogen, sehe ich das richtig? Nein, wir sind sogar noch in der Zeit. Wir sind sogar noch in der Zeit. Wisst ihr was? Dann speichern wir jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir gerade nicht, weil diese Terrakotta-Soldaten waren ja unfassbar ätzend. Ich hoffe, dass wir die, wenn schon überhaupt, dann erst höchst spät erst wieder haben werden. Ja, und beim nächsten Part werden wir dann wieder handeln und die Nebenaufgabe mit dem überall Terrakotta abschließen. Und genau, dann schauen wir mal. Dann, wir haben jetzt mehrere Tore gesehen, die versiegelt sind. Ich denke mal, wir müssen dann wieder nach draußen, so wie es aussah, aber das schauen wir dann. Vielleicht kommt ja auch in den Kommentaren noch was, was da als Hinweis kommt, wie es jetzt weitergeht. Aber ich denke, wir müssen nach draußen. Gut, wir sehen uns später noch beim Mord auf Schatten. Bis dahin, gehabt euch wohl, Freunde.